Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung aus dem Traktor heraus. Dieses Mal nicht vom schönen, gemütlichen Feld am Abend, nein, eher so aus der brütend heißen Nachmittagssonne. Ja, mittlerweile geht es auf den Abend zu. Aber bei gemütlichen 27 Grad in der Sonne dürften wir jetzt so um die 35 mittlerweile im Traktor haben. Wird Zeit, dass ich weiter diesel. Dann kann ich nämlich die Klimaanlage anwerfen. Ist jetzt doch schön kuschelig hier drin. Aber ich habe gerade eine Meldung gelesen, da dachte ich, da reden wir jetzt sofort drüber. Nämlich aus der Berliner Zeitung. Nicht unbedingt das Thema überrascht, das ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rates, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, sondern die Aufarbeitung dessen. Die ist nämlich etwas, was man bisher eher vergeblich gesucht hat im sogenannten Mainstream. Und das sieht man schon an der Überschrift des Artikels, der lautet nämlich, ich habe mir jetzt leider die genaue Formulierung nicht gemerkt, aber es geht so in die Richtung, der undemokratische Deal, mit dem sich Uschi an der Macht hält. Wir schauen mal wieder in die EU, da findet in dieser Woche der EU-Gipfel statt, auf dem Posten verteilt werden. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Nach der völlig desaströsen EU-Parlamentswahl für so ziemlich den Großteil der sogenannten Mainstream-Parteien hätte man jetzt ja meinen können, da werden mal Konsequenzen draus gezogen. Vielleicht reagiert man ja auf EU-Ebene mal darauf, dass so ziemlich die gesamten, wie man so schön sagt, pro-europäischen Parteien massivst abgestraft wurden. Aber nein, weit gefehlt. Natürlich will man auf Biegen und Brechen unter anderem Uschi an der Macht halten. Auch weitere hochbezahlte, sehr, sehr gut dotierte Posten sind über die Ladentheke gegangen. Auch da hat man sich nun drauf verständigt, wer da was abbekommt. Und auch das war alles aber nicht sonderlich demokratisch. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, vor einigen Jahren gab es so ein Video von der Anstalt. Da wurde schon mal ein bisschen drauf eingegangen, wie undemokratisch sich das alles zusammensetzt. Denn das Einzige, was tatsächlich gewählt wird, ist das EU-Parlament. Problem ist nur, das hat keinen allzu großen Einfluss auf die Postenvergabe. Von den 27 Mitgliedstaaten ist es nämlich genau genommen eine Sechserrunde, die im Hinterzimmer zusammensitzt und da ausklamüsert, wer welchen Posten bekommt, wer sich die nächsten Jahre dann gemütlich ins gemachte Nest auf unsere Kosten setzen darf. Davon ist kein einziger jemals gewählt worden in der Parlamentswahl. Es gab sogar eine Wählertäuschung, ja, das hat die Berliner Zeitung tatsächlich offen ausgesprochen. Das war 2019 schon eine Täuschung, da hat sich bis heute nicht viel dran verbessert. Das galt bisher aber auch mehr so als Verschwörungstheorie. Und wenn man das angesprochen hat, dann durfte man sich sehr, sehr schnell den Vorwurf machen lassen, man wäre ja der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker. Problem ist nur, es ist wirklich undemokratisch und es ist auch wirklich eine Wählertäuschung. Denn bereits beim letzten Mal stand Uschi nirgendwo auf dem Wahlzettel. Uschi hat man durchgereicht. Die wurde unter anderem von, naja, mittlerweile wird sie durchgereicht von Senilus. Damals war es ja noch die Murzel, die damit rumgeschaltet hat. Die wurde von sechs Marodierungschefs aus Europa reingehievt. Die anderen 21 Länder, die gucken in die Röhre. In diesem Jahr daran beteiligt ist, wie gerade angesprochen, Senilos, der Franzose, der Hobby-Napoleon. Dann sind die Griechen beteiligt und noch drei andere. Aber die Wahl gewonnen haben, also die mehr so etwas EU-kritisch eingestellten Lager, die gerne Reformen haben wollen, die sind da nicht vertreten. Und das hat Meloni aus Italien auch ganz klar gesagt. Die hat nämlich mitgeteilt, das, was da abgeht, das ist eine Wählertäuschung. Keiner der sogenannten Spitzenkandidaten, die in den Wahlkampf gezogen sind, ist tatsächlich irgendwo in der näheren Auswahl für einen sogenannten Top-Job. Stattdessen werden da Leute reingehievt, bei denen es vor dem Vorfeld schon feststand, dass die da offenbar die Lieblingskandidaten gewisser Parteien sind. Und die hatten mehr oder weniger unabhängig vom Wahlergebnis ihren Posten schon wieder sicher. Es gab zwar gegen Uschi so ein bisschen Aufbegehren. Man hat da mal angefangen, Kritik zu äußern, ob man da nicht vielleicht doch jemand anderen haben will. Aber offensichtlich hat man sich damit nicht durchsetzen können. Offenbar wird Uschi für eine weitere Amtszeit uns allen aufs Auge gedrückt und das EU-Parlament kann praktisch nichts dagegen tun. Naja, sie könnten jetzt noch dagegen stimmen, aber es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, vermutlich würde, wenn sie dagegen stimmen, es im schlimmsten Fall persönliche Konsequenzen für sie haben, weil sie dann irgendwelche negativen Folgen zu spüren haben. Man spricht mittlerweile sogar offen von einer EU-Oligarchie. Kam übrigens auch aus Italien, hat auch die Frau Meloni gesagt. Die meinte, das, was da abgeht, dass da sechs Regierungschefs zusammensitzen und mehr oder weniger sich gegenseitig da die Posten zuschieben. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, das ist EU-Oligarchie. Nach dem Motto, nach uns die Sintflut, scheißegal, was gewählt wurde, unsere Posten, die müssen sicher sein, wir geben den Kack auf das, was die Wähler gerne hätten. Wir schieben unsere Leute dahin, wo wir sie gern hätten. Und alle, die nicht auf unsere Seite sind, alle, die nicht unsere Position vertreten, die nicht mitspielen, die müssen halt draußen bleiben, die nehmen wir nicht mit ins Hinterzimmer. Und das wiederum ist dann unsere Demokratie. Das ist das, was uns vom Mainstream in der Regel, besonders vom öffentlich-rechtlichen Dummfunk und auch der politischen Entourage immer als ach so großer Heilsbringer für Europa verkauft wird.
sechs Leute, die bestimmen, welche nicht gewählten Personen welche Posten kriegen. Also ich verstehe unter Demokratie was anderes, aber da, wenn man sich das vor Augen hält, dann wundert einen nicht mehr allzu viel. Novum ist, dass man mal drüber redet. Also jetzt nicht nur in sogenannten alternativen Kreisen, sondern eben auch im sogenannten Mainstream. Die Berliner Zeitung gehört da definitiv dazu. Vielleicht ist es der Anstoß, der den Stein ins Rollen bringt, dass man jetzt auch mal auf breiterer Ebene darüber diskutiert, was da eigentlich abgeht. Dass das eben nicht viel mit einem demokratischen Verhalten zu tun hat, sondern dass die immer gleichen Leute aus dem Hinterzimmer entscheiden, wem sie welche Machtposition überhelfen. Und dass das nicht aus Nächstenliebe passiert, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Also, dass es da mit Sicherheit ein Geben und Nehmen gibt. Eine Hand wäscht die andere, ihr versteht schon. Naja, das ist wohl eher auf der Hand liegend. Wir haben es ja mitbekommen, man kann ja als Marodierungschef hierzulande auch Finanzskandale ohne Ende am Hacken haben, Millionchen verschoben haben. Und wenn man sich dann einfach nur nicht mehr daran erinnert, dann passt das schon. Und wenn der Hauptangeklagte in dem Prozess dann auch noch alt ist, dann kann natürlich aus gesundheitlichen Gründen, da muss man das ja einstellen, nicht wahr? Hat man drüber gesprochen, die Cum-Ex-Affäre. So läuft das, wenn man die richtigen Kontakte hat. Aber wer, ihr habt einmal falsch gedirbt auf einer Party, dann ist aber Polen offen, dann reitet die Staatsmacht ein, dann funktioniert der Rechtsstaat und ihr seid am Arsch, nicht wahr? Naja, EU-Oligarch müsste man sein. Aber schön, dass man immer wieder mit dem Finger auf andere Länder zeigt. Ja, wie schlimm das doch in totalitären Staaten, in zentralistischen Staaten ist. Ja, wo ist denn das besser, wenn hier sechs Leute drüber entscheiden, wer welchen Posten kriegt und anschließend die Souveränität von fast 30 Ländern untergraben möchte? Ich sehe da jetzt nicht so den großen qualitativen Unterschied, muss ich gestehen. Nur, dass die einen behaupten, sie wären Demokraten. Aber das hat man in der DDR auch gemacht. Das war ja die Deutsche Demokratische Republik, nicht wahr? Ja, es wurde eben nur das gelten gelassen, was der gewünschten Marschrichtung gedient hat. Aber kommen wir erstmal zum Ende der kleinen Meldung. Es wird nämlich doch etwas warm hier. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es sind kuschelige Temperaturen im Drecker. Deswegen diesel ich erstmal weiter und wir sehen uns dann später wieder. Lasst euch soweit nicht ärgern. Warum wir jetzt hier gerade in der brütenden Sonne stehen, vielleicht noch, hätte auch in Schatten fahren können, nicht wahr? Naja, ich musste eben noch schnell zur Postfiliale. Die ist leider hier in der Sonne. Deswegen dachte ich mir, wenn ich einmal hier stehe, machen wir gleich die kleine Meldung. Haben nämlich noch ein Paket abgeholt. Und bevor sich jetzt wieder alle darüber auskotzen, wie ich aussehe, gibt es so den ein oder anderen, der damit nicht umgehen kann, dass ich so herumlaufe, wie es mir gefällt. Vielleicht mal so eine kleine Erklärung will ich es nicht nennen. Ich muss nämlich keinem was erklären, warum ich rumlaufe, wie ich rumlaufe. Die Antwort wäre sowieso etwas ernüchternd, weil es mir gefällt. Aber ich kann euch zumindest die Erleuchtung bringen, wie das Ganze funktioniert. Da haben nämlich einige nachgefragt, wie das denn sein kann, dass ich so einen dunklen Schatten im Gesicht habe und dass ich einen Bart habe. Also zum einen habe ich da letztes Jahr schon ein Video zu gemacht. Das ist die Grundlage dessen. Da hat sich auch nicht viel dran geändert. Ich habe normalerweise recht dunkle Haare, wie gut zu erkennen. Jetzt im Sommer ein bisschen heller, liegt an der Sonne. Aber müssen wir nicht drüber reden. Ich bin von Natur aus ein relativ dunkler Typ und wem es ähnlich geht, der dürfte durchaus wissen, da hat man mitunter etwas mehr Haare als die blonden Kollegen. Aber ich muss zugeben, das ist nicht alles, das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn ich habe in den letzten Monaten mitbekommen, steht mir eigentlich ganz gut, ist mir aber zu unauffällig. Ich fände es schöner, wenn man es ein bisschen deutlicher sieht, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dürft ihr gerne anders sehen, aber weil ich tatsächlich der Meinung bin, das steht mir, das passt so. Und deswegen habe ich ein bisschen rumgetrickst. Und nein, Kenneth, ich werde dafür jetzt weder bezahlt, noch kriege ich irgendwelche Prozente, Rabatte oder irgendwas. Ich habe das Zeug selbst bestellt, selbst bezahlt und verwende es jetzt auch seit Vierteljahr, vier Monaten, seit einiger Zeit alleine, ohne kommerziellen Hintergrund. Aber da ich das Paket gerade abgeholt habe, kann ich es euch einfach mal kurz zeigen und dann diesle ich weiter. Oh, mir tropft der Schweiß ins Auge. Ne? Ich bin nicht am Heulen, ist einfach irre warm hier. Denn zum einen, das habe ich euch ja schon gezeigt, das Zeug hat relativ gut geholfen. So ein Haarwuchsmittel ist nicht für Pferde. Wird mir immer unterstellt, das wäre für Pferde. Ist aber Bullshit, ist tatsächlich für Menschen. Aber ich habe es ursprünglich für ein Pferd bestellt. Ist ein kleiner Unterschied. Ich wollte es einem Pferd geben, das gewisse Probleme aus genetischen Gründen hat, entsprechend eine ordentliche Mähne zu bekommen. Pferd ist mittlerweile verkauft. Hat sich also übrig, was das angeht. Ich hatte aber damals in einem Forum gelesen, dass es funktionieren soll. Da das Zeug nicht ganz so günstig ist, dachte ich mir, ja, nehme ich selber. Es ist ja für Menschen, damit man eben volleres, schöneres, glänzenderes Haar kriegt. Und was soll ich euch sagen, es funktioniert. Also Haarprobleme habe ich selten. Dazu habe ich mir überlegt, teste ich das mal aus. Das ist was ganz Ähnliches. Und damit das Ganze noch etwas auffälliger daherkommt, gibt es so für wenig Geld bei Amazon ein klein wenig Haarfärbemittel. Das ist das ganze Geheimnis, mehr ist es nicht. Ja, könnt ihr jetzt wieder blöd finden, aber es gibt nur eine Person, der es gefallen muss, das bin ich.
Mir gefällt es sehr gut. Ich mache es, weil es mir gefällt. Wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, dann kriege ich das durchaus auch wieder entfernt. Da kann man nämlich einfach abschneiden, nicht wahr? Aber das scheint in den Kommentaren irgendwie mehr Leute zu bewegen als der Zustand des Landes. Deswegen dachte ich mir, zeige ich es euch einfach mal. Jetzt kennt ihr das Rätsels Lösung. Und ja, die Erklärung des Ganzen ist wahrscheinlich etwas zu banal. Ihr habt euch da jetzt bestimmt etwas Spannenderes vorgestellt, aber ich habe da keine spannendere Geschichte zu. Ich finde es einfach schön. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es, solange es mir gefällt. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann wird es halt wieder abgeschnitten, nicht wahr? Jetzt könnten wir uns eventuell wieder dem zuwenden, was in diesem Land schiefläuft. Wäre fürs Land etwas angenehmer, als sich darüber auszukotzen, wie ich aussehe. Denn ganz ehrlich, und das ist jetzt keine rhetorische Frage, aber meint irgendjemand da draußen, dass es mich interessiert, was Bertha Bechtold aus Berchtesgaden davon hält, wie ich aussehe? Das war jetzt ein Beispielname, wir können noch Max Mustermann nehmen. Aber einfach mal kurz drüber nachdenken. Ist ja schön, dass da irgendjemand rumschimpft, das gefällt ihm oder ihr aber nicht. Ja, ist ja in Ordnung, muss dir nicht gefallen. Ich laufe so rum, nicht du. Aber mal ganz realistisch rangegangen. Gibt irgendjemand von euch einen Fick darauf, was euer Nachbar oder sonst wer dazu sagt, wie ihr ausseht? Ich bezweifle es. Also wenn dem so wäre, würde es mir sehr leid tun. Ich hoffe es nicht und das ist jetzt auch ernst gemeint. Aber da muss man doch alleine drauf kommen. Dass es mir doch völlig Wumpe ist, was fremde Leute davon halten, oder? Ja, vielleicht trifft jetzt bei dem einen oder anderen so langsam die Erkenntnis zu, dass da nie irgendwas laufen wird, was sich manche vielleicht vorgestellt haben. Das war bei mir anders, das war auch zu Beginn der Vlogs schon so, das habe ich auch immer wieder betont. Ich habe kein Interesse an gewissen, sagen wir mal, Kontakten der dritten Art, nicht wahr? Heißt also, nein, ich werde mit keinem von diesem Kanal oder sonst wo im Bett landen. Das ist nicht mein Stil. Macht euch da also bitte keine falschen Hoffnungen. Und jetzt ist das Ganze eventuell ein bisschen bei dem einen oder anderen mehr angekommen im Gedächtnis. Also so von wegen, naja, vielleicht ja doch nicht, ne? Möglicherweise ist das einer der Gründe, warum oder ein oder andere ein bisschen angepisst zu sein scheint. Aber jetzt muss ich hier wirklich weiter, weil ich jetzt langsam Sauna im Traktor. Ich werde jetzt erst die Klimaanlage wieder anschmeißen und die Fenster aufreißen. Deswegen nicht ärgern lassen. Einen wunderschönen Donnerstag. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Dann kann ich euch auch noch ein Update zum TÜV geben. Mittlerweile ist der Traktor durch, aber wenn ich jetzt auch noch damit anfange, dann sitzen wir hier wirklich im Backofen und das möchte ich jetzt nicht haben. Deswegen reden wir da ein Fleckchen drüber. Ihr seht es hier, also ich erzähle euch keinen Scheiß, es ist wirklich warm. Deswegen bis nachher. Oh, dieses Salz in den Augen, das sieht aus, als würde ich hier hocken und flennen. Aber nein, tue ich nicht. Ich schwitze nur wie ein Ochse. Bis dann.